It's Christmas time. Hey Leute, was geht? Hier sind Julian und Julius und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute um die Foot-Legende Christian Gauset hat eine Silberstar-Karte bekommen. Und warum er die bekommen hat, liegt daran, dass er seine Karriere beendet hat. Und der Mann haut einfach jedes FIFA ein lustiges Bild raus, was dann auf seine FIFA-Karte kommt. Das juckt ihn überhaupt nicht, wie der fotografiert wird. Ich glaube, da gibt es 3 verschiedene lustige Bilder von dem Mann. Blenden wir euch hier mal im Hintergrund ein. Ist auf jeden Fall ein geiler Typ und eine coole Geste von EA, dass die dem so eine Karte zum Abschluss gegeben haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie alt ist der Mann eigentlich? 84er Baujahr, also 37 jetzt ungefähr. Das ist natürlich schon ein gehobenes Alter für einen Fußballer. Er hat an sich einigermaßen gute Stats, würde ich jetzt mal sagen. Wir spielen heute im Sturm, losen uns da gleich noch die Formation zu. Und der Gewinner kriegt das Next Generation Pack. Der Verlierer kriegt ein Inform Pack zum aktuellen Team of the Week. Also ja, eigentlich sollte der Gewinner da schon die bessere Karte bekommen. Wenn euch das Ganze heute mal wieder gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ja, wir kaufen uns heute immer den Spieler mit dem lustigsten Gesicht. Also mit der lustigsten Grimasse, sagen wir es mal so. Wir wollen hier auf gar keinen Fall irgendeinen Spieler, was weiß ich, diskriminieren oder so. Aber ich habe jetzt hier mal die Suche eingegeben und keine Ahnung, De Paul guckt schon auch relativ lustig, aber also wenn ein Spieler schreit, dann sieht es ja auch so ähnlich aus wie Gauset, der hier auch seinen Mund weit offen hat. Ja, und am Ende hoffen wir dann auf ein sehr lustiges Team. Na, Julius? Genau, das wird super lustig. Lasst schon mal einen lustigen Daumen nach oben da und ein Abo und dann können wir eigentlich reinstarten. So, zuallererst losen wir uns noch die Formation zu. Gauset als Stürmer wird auf jeden Fall klasse, der ist ja normalerweise ZM, aber... Und wir spielen das Ganze heute im Max-Chemistry-Modus. Und wir dürfen so nicht dieselben Spieler kaufen und du darfst jetzt mal stoppen. 4-3-1-2, okay. Und du darfst auch jetzt stoppen. 3-4-1-2. Moin Meister. Moin, wird Meister. Herrlich. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Dann starten wir mal rein. Müssen dann echt zum Verlauf des Videos gucken, dass wir halt nicht die gleichen Spieler kaufen. Ja. Aber ja, Julius fängt jetzt erstmal hinten an, nicht im Sturm. Und ja, Alter. Also Arnautovic definitiv auch schon so ein bisschen am Schreien, aber Jovic, das kann man nicht toppen. Wird auf jeden Fall Jovic bei mir. Also bei wenn dir die Leute am Schreien sind, muss man den heftigsten Brüller nehmen, oder was? Genau, okay, den heftigsten also, Brüller. Weil der gute Trapp brüllt auf jeden Fall heftiger als Ocampos. Ocampos sieht schon so ein bisschen aus, als würde er, oder Campos, als würde er so ein bisschen stöhnen, aber ja, ich nehme mal den Trapp. So, weiter geht's. Bei mir geht's jetzt in die Innenverteidigung. Da grase ich jetzt die besten, lustigsten Spieler schon mal ab. Und dann gehen wir rein. 10er bei mir. Das wird dann wohl Benrahma bei mir, das ist auch der Mann an erster Stelle. Ja, bei mir wird's Tomori. Ich weiß immer noch nicht, was das hier für ein Video sein soll, aber ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Tomori schreibt noch ein bisschen mehr als Armani. Grüß gehen raus in alle Kosovo-Albaner unter euch. Kranke Aussprache. Alles klar, ich kaufe mir jetzt den ersten von gleich 3 ZMs. Das könnte schwierig werden, da dann tatsächlich 3 zu finden, die alle am Brüllen sind. Aber ja, der erste steht schon mal fest. Barella, der, ja, der sieht stabil aus, was das angeht. Ja, okay. Bei mir wird es Cordoba. Also bei mir Tomori und Cordoba voll gut, aber Cordoba, sind wir mal ehrlich, der brüllt hier auf jeden Fall am lautesten. Felipe ist nur so ein bisschen am Lachen. Von dem her. Alles zusammen. Also das Team gefällt mir schon ganz gut. Sieht auf jeden Fall jetzt schon ganz lustig aus, wie hier alle am Rumbrüllen sind, die Männer. Bin mal gespannt, wie das dann am Ende aussieht. So, letzter Innenverteidiger bei mir. Also bei mir, ich weiß nicht, Luis Alberto brüllt mir ein bisschen zu wenig. Da gehe ich mal noch auf die nächste Seite. Okay, bei mir den größten Brüller, Verissimo. Sieht auch ein bisschen lost aus, wie der guckt. Von dem her, das passt gut hier rein. Nice, ja, und bei mir wird's Zakaria in Form. Weiter geht's, letzter ZM jetzt. Bin mal gespannt, ob es überhaupt noch was gibt, was mich da überzeugt. Oh ja, ein Kunku. Nice. Nice. Und bei First mir, ja, Carrasco ist am Schreien. Grealish sieht aber auch übelst lost aus, wie er diesen Depay-Jubel macht. Keine Ahnung, aber ja, ich glaube nicht, nimm lieber den Brüller Carrasco. Das ist, ja. So, wir machen weiter. Ich komme jetzt auch zu den ZMs. Julian hat mir gerade sein Team gesnappt, damit wir nicht die gleichen kaufen. Ja. Oh, Tavernier. Ganz klar, Tavernier.
Wobei Bellerin auch ganz gut aussieht, aber ja. Joa, also so richtig am Brüllen ist hier irgendwie keiner. Dann gehst du auf die nächste Seite. Also der lacht, der hat so ein bisschen, also brüllen ist das nicht. Okay, dann nächste Seite. Nkunku hast du, Zakaria hast du. Ja, okay, Gündoğan. Der ist schon so, oh, ja, perfekt. Oh. Alles gut. Alles klar. Tja, das sieht schon echt witzig aus, muss ich sagen. Also ich feiere das Ganze, wir hoffen ihr auch. Ist einfach mal so ein Quatschvideo für zwischendurch. Okay, boah, hier kann ich mich jetzt nicht so richtig entscheiden. Schulz lacht so halber, sieht schon witzig aus. Amafi guckt aber auch irgendwie relativ lustig. Boah, bei mir ist auch schwierig. Zakaria wäre es im Normalfall. Bellingham und Ndombele haben einfach nur so den Mund auf. So. Ja, also ich nehme Schulz, der guckt irgendwie noch ein Stück weit lustiger. Also ich finde, Bellingham guckt da schon am lustigsten, dann nehme ich mal den Bellingham. Passt auch wieder gar nicht rein ins Team, aber egal. Ist ja Max Cannon von dem her, alles gut. Weiter geht's, komm. Wir haben zwar gesagt, dass wir immer den besten Brüller kaufen, aber so ein lustiges Bild wäre auch noch cool. Also die sind ja alle lustig, aber so. Wir haben eben mal gesehen, dass Mukiele zum Beispiel richtig lustig aussieht. Ja, da überzeugt mich jetzt keiner so richtig auf der Seite irgendwie. Also ihr könnt da gerne uns kontra... Oh ja, Marquinhos, ganz klar. Aber ja, wenn ihr nicht einverstanden seid mit einer Wahl von uns, dann schreibt es uns in die Kommentare, Jungs. Ja. Ach, ich weiß nicht. Also eigentlich größter Brüller Rodrigo, Gnabry vielleicht ein bisschen lustiger. Aber ich glaube, Rodrigo, ja, der zeigt auch schön seine Zähne. Zwei Spieler fehlen uns noch und ich bin echt 10 von 10 zufrieden damit, wie die Teams jetzt aussehen bisher. Spielbar auch einigermaßen, würde ich sagen, bisher. Und Felipe, okay, ich habe nicht. Ich habe eine sehr nice und lustige Karte, und zwar Vidal. Also wie der da drauf schaut auf der Karte, ist auch Weltklasse, wirklich. Ja, und ich bin mir doch nicht so ganz sicher. Felipe oder Minks? Minks guckt schon auch echt böse. Der fletscht da so richtig die Zähne. Ja, ich habe den Felipe auch gesehen. Der lacht halt nur so ein bisschen. Ja, ich nehme den Minks. Der Minks guckt ein bisschen gemeiner. So, wir machen unsere Teams komplett mit den ganzen Schreihälsen hier in unserem Team. Bin mal gespannt. Nochmal 20.000 Mindestpreis. Vamos. Und dieses Mal... Ja, bei mir wird's Campos Hero. Dudek auch ganz gut, aber Campos noch ein bisschen besser. Boah, also bei mir schreit keiner, aber Roberto Firmino ist anders am Lachen und Immobile ist auch sehr am Grinsen. Ja, da wird es, glaube ich, der Immobile. Auch eine Karte, die ich jetzt nicht super gerne spiele, aber der sieht schon witzig aus. So, unsere Teams stehen. Hier seht ihr die Dinger nochmal im Überblick. Bei mir sind wirklich alle am Brüllen oder am Lachen, bis auf Immobile. Aber der sieht auch wirklich sehr lustig aus. Ich hoffe, dem vergeht das Lachen nicht im Spiel. Und ja, wie sieht's bei dir aus? Also bei mir brüllen wirklich alle, außer Schulz, der lacht dann alle aus quasi da von links unten aus. Und ich muss sagen, es ist sehr spielbar geworden. Schnelle Abwehr, solides Mittelfeld und solider Sturm. Geh mal rein. Boah, was? Der gute alte Cross-Finesse. Grüße gehen raus an B, ne? Da staubt's richtig. Jovic. Oh Mann, Bro, mach den doch. Oh ja, ein Kunku auch mal mit dem Matchglück. Schade. Oh mein Gott. Oh. Vidal, der Mann, der den Brüller auf der Karte hat. Keine Ahnung, wie der da durchkommt. Gausset dem Anschlusstreffer. Macht der Maschine, gut, der macht der gut. Guter Schuss. Ja, holen wir uns. Oh Bruder, mein Gott. Der kickt den ja Richtung Mainz. Junge, der hat dem so 16er, den Ellbogen reingedrückt, war aber auch anders wichtig. Jovic! Und dann sind wir wieder back Mama im Game. Mamma mia. Wichtig. Oh, Gausset. Nein. Giro Immobile. Oh, Campos mit einem überragenden Reflex. Oh ja. Oh, schönes Ding auf Jovic. Junge, Jovic cracked. Der Mann ist wirklich, also den müsst ihr in eure Weekend-League-Teams einbauen, Jungs. Vidal. Oh nein, der hat ja nur zwei Sterne. Was war das? Was? Wie kommt der durch? Oh, da biegst du doch, Gausset, nagel den rein. So eine Maschine. Der Typ, so gut.
Oh, oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Was ein Spiel, oh, großer. Heißt es, ey. Ach Mann, du. Oh Mann, da habe ich mich schon mit dem Mbappé gesehen oder mit dem Theo Hernandez oder so. Zehner, wenn der kommt. Bevor wir zu den Packs kommen, kommen wir natürlich noch zum Abstoßen. Und ich hätte gern den Schreihals auf der ZOM-Position. Das ist tatsächlich der Einzige, der nicht schreit. Das ist Schulz. Ah. Ja, eben hat er noch alle ausgelacht, jetzt wird er abgestoßen. Ja, mach ich jetzt mal Karma. Direkt. Karma, Bro. Ja, ansonsten Gauss hat auf jeden Fall super Stürmer, spielt in euren Weekend-League-Teams. Auf der Bank, versteht sich. Und dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt zu zweit das Next Generation Pack, weil ich will natürlich schauen, was mir jetzt durch die Lappen geht. Genau. Willst du vorher noch dein Team of the Week Pack ziehen, oder? Ja, stimmt, könnte ich machen. Okay. Kann natürlich auch ein Sterling, Barella, Courtois. Es gibt ein paar ganz okay Karten im Team of the Week, aber sind wir mal ehrlich. Würde ich nehmen, ich gehe direkt rein. Ich sehe dich da eher bei einem Gallagher, sage ich. Gallagher. Ja. Ja, gucken wir mal, ne? Mhm. USA, Torhüter, New York City, Johnson. Der wird mir auf jeden Fall helfen, der Mann. Nice, so gut spielbar, der Kollege. Ja, ist aber, ja, ist auf jeden Fall sehr spielbar. Genau, okay. Gut, jetzt, dann, ja, geh mal rein, oder? Geh mal rein, 3, 2, 1, let's go. Komm, Mbappé auf nass. Das wäre schon unfassbar frech. Und es wird Pulisic. Ja, ist aber bei mir auch. Nicht so der schlecht eigentlich. Ja, ich glaub, sehr sinnlos irgendwie. Passt sogar in mein Team. Aber ich weiß nicht, ob ich den zocke will. Forster Skills, Forster Weakfoot. Wir haben schon um den Versus einen Spieler ein Video gemacht. Ja. Der ist ein bisschen besser. Also. Ein bisschen. Ja, gut. Schade. Was soll's. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum neuen Event wieder mit Videos. Und die Tage wird auf jeden Fall auch noch das United-Spiel gegen den guten alten Steini kommen. Seid auf jeden Fall auch schon gespannt drauf. Und dann das dann als extra Upload, also nicht als Türchen. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Macht's gut, schönes Wochenende. Ciao. Ciao.